Logitech ist sicherlich den Gamern und Computernutzern ein Begriff, denn Logitech ist eine Firma, die nicht nur Mäuse und Tastaturen, sondern auch Lautsprecher herstellt. Und unter anderem auch Ultimate Ears. Diesen Kameraden, den ich hier in der Hand halte, wunderbar verpackt. Erinnert so ein bisschen an die Cola Challenge. Ist es eine Pepsi oder ist es eine Cola? Nee, es ist eine Verpackung. Und warte mal, wie geht die nicht ab? So, ich tue die mal hier so. Das ist echt schön verpackt, muss man sagen. Ich mach mal hier auf. Ne? So eine Schatulle ist da drin. Mach mal auf. Und da drin befindet sich dann der entsprechende Lautsprecher. Den hole ich mal raus. Ups, geht da raus? Ja. Das ist der Lautsprecher. Haptisch, ne? Fühlt sich gut an. Scheint sehr robust zu sein. Wiegt aber auch dementsprechend ein bisschen was. Kein Wunder, denn das Ganze soll 12 Stunden halten. 12 Stunden Akkuleistung. Auf die kam ich nicht. Ich kam auf rund 9,5 Stunden bei voller Lautstärke und voll aufgeladenem Akku hier drin. Apropos voll aufgeladenem Akku, die entsprechenden Ladegeräte befinden sich auch in der Verpackung drin. Das ist auch ein Unterschied zu den anderen Herstellern. Die bieten meistens nur ein Micro-USB-Kabel. Hier ist sowohl das Micro-USB-Kabel drin, als auch die entsprechenden Netzadapter. Und da das Ganze, also man muss auf die Details ein bisschen eingehen, finde ich. So zum Beispiel ist das ein flaches Kabel. Ne? Das ist so ein flaches Kabel, was nicht so unbedingt zum Verwirren geeignet ist. Also es verwirrt sich nicht, es macht keine eigenen Knoten und keine eigenen Windungen, sondern es behält schön die Form. Und damit das auch schön die Form behält, tue ich das Ganze wieder hier rein. Und dann machen wir mal, nichts passiert. Machen wir mal einen kleinen Test. Anmachen. Hier, so ein kleiner Button, kann man hier erkennen. Da drücke ich drauf. Habt ihr gehört? Ein kleiner Trommelwirbel. Und jetzt muss ich das Ganze, ich muss mich paaren damit. Stell dir mal hin. Das Ganze ist auch noch so richtig schön gummiert. Ne? Fühlt sich also in der Hand gut an. Ich bin auch schon verbunden mit dem Gerät und wähle jetzt den klassischen ein Finger- oder ein Handabstand. Habe ich gemacht. Starte meinen Dezibelmeter, um zu gucken, ob ich auch auf die entsprechende Lautstärke bekomme. Absolute Ruhe im Studio. Vielleicht auch, es ist sehr laut. Und es ist sehr laut. Und das Ganze ist sehr mittig gehalten. Wir haben natürlich hier einen Basslautsprecher drin. Das Ganze ist aber eher für die Mitten ausgelegt. Und die Mitten sind auch dafür verantwortlich, dass man auch in großer Lautstärke, wenn viele Leute sich befinden, die Musik immer noch hören kann. Es gibt Leute, die sagen, da ist zu wenig Bass drin. Ich finde, es ist eine genau richtige Mischung dafür. Und das Ganze nennt sich Ultimate Ears und ist von Logitech und ist einer der Vertreter, die ein bisschen mehr auf die Waage bringen, dementsprechend aber auch eine längere Akkuleistung haben und einfach von der Haptik ein schönes Ding sind. Ich kann mich mit Ultimate Ears anfreunden. Ob ihr das auch könnt, das könnt ihr einfach mal selber ausprobieren. Ausprobieren, gucken, ob euch das gefällt und lieb haben. Ultimate Ears von Logitech.